Und wir starten gleich mit einer Eilmeldung, die uns gerade aus den USA erreicht hat. Denn in der Nähe des US-Verteidigungsministeriums in Washington sind Schüsse gefallen. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Das teilte die Feuerwehr gerade mit dem Bezirk Arlington. Hier Live-Bilder im Hintergrund ganz klar zu erkennen. Das charakteristische Gebäude des Pentagon, also des US-Verteidigungsministeriums. Die Feuerwehr äußerte sich allerdings nicht dazu, ob auch Menschen von den Kugeln getroffen wurden und wie schwer die erlittenen Verletzungen und wie viele Personen verletzt worden sind, tatsächlich sind. Wir sehen es aber, das Pentagon abgeriegelt. Die Schüsse hören wir fielen an einem Bussteig an der U-Bahn-Station des Pentagons. Das sagte die Agentur, die für den Schutz des Verteidigungsministeriums dort zuständig ist. Und es gibt auch schon Reaktionen. Erste U-Bahn-Züge wurden wegen dieses Polizeieinsatzes komplett umgeleitet. Also an der U-Bahn-Station selber halten momentan keine U-Bahnen mehr. Wir behalten das Ganze natürlich im Auge. Sobald wir da neuere Informationen haben, informieren wir Sie darüber.